Servus Leute und ein herzlich willkommen zur 6. Folge des Volta Story Mode. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge am Ende sind wir nochmal in Rio de Janeiro angekommen. Das heißt, wir sind jetzt zurzeit in Südamerika. Davor waren wir noch in der Niederlande im Boiler. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal in die Heimat des Straßenfußballs und zwar nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Und ja, wir schauen dann einfach mal, was so passieren wird. Hier sehen wir spielen als nächstes ein 3 gegen 3 ohne Torwart. Und ich bekomme hier ein Geschenk von EA, 8000 Volt. Okay, nice. Davon können wir uns dann in-game neue Kleidung und so weiter kaufen. Okay, jetzt bekommen wir hier so ein kleines Tutorial. Tritt in einzigartigen Spielen an und erlerne die Grundlagen des Dribblings, des Passes, des Schießens oder des Abwehrspiels. Anderes einfallen lassen, weil wie soll ich bitte genau da in so ein kleines Ding zielen, Alter? Wir sind hier in Rio de Janeiro mit unserer Mitspielerin Bobby Pillay und wir werden uns von Kids austricksen lassen. Von Kids, die in 10 Jahren die WM gewinnen werden. Ref, Spiel gegen Bobby. Bobby, zeig uns was. Okay. Ah, Akka 3000! Oh! Nein. Ich war noch nicht so weit. Nicht mein Problem. Ich poste das jetzt. Komm schon, spielen wir Fußball? Oh, jetzt kommt die Big Timothy Challenge. Oh, ja. Big Timothy hört sich gut an. Gute Idee. Wovon redet ihr da? Okay. Es ist ganz einfach. Es ist eine Challenge. Siegen wir, kommst du zurück. Siegst du, hast du die Wahl. Von mir aus. Na komm, spielen wir. Diese Aufnahme ist ein rechtsgültiges Abkommen. Okay, so, jetzt spielen wir anscheinend gegen sie. Und ja, wir haben hier anscheinend gerade dieses Skill-Training mal ein bisschen angefangen. Wir haben jetzt 2 von 5 Challenges gemeistert. Und mir fällt gerade auf, ich kann hier auch Einzelspiel machen, okay? Ja, im letzten Stream habe ich ja auch hier ein bisschen Volta gezockt. Und da haben wir auch den Verein oder halt unser Team ein bisschen angepasst. Und ja, dann klicke ich hier einfach mal auf Weiter und dann schauen wir einfach mal, was passieren wird. Okay, so, wir spielen also gegen Rio Ringers oder so. Und ja, wir müssen wieder mindestens 3 Tore erzielen, beziehungsweise wir müssen 3 Tore erzielen, um zu gewinnen. Nein, oh mein Gott. Nein, scheiße, 1-0 legen wir hinten. Jetzt spiel mal auf Sid, sie zu uns. Und jetzt schieß einfach mal 1-1. Jetzt lauf und mach das Tor 2-1. Oh nein, Pete, was machst du da? Oh nein, durch so einen dummen Ballverlust kassieren wir nochmal das 2-2. Nein. Nein, och, das gibt's nicht. Okay, man braucht anscheinend doch 5 Tore. Okay, let's go. Das heißt, wir haben noch nicht verloren. Wir können natürlich noch... Was war das jetzt für ein Bug? Also gerade ist noch angezeigt worden, dass man 5 Tore braucht. Aber okay, ja, dann verlieren wir halt das erste Spiel hier in Volta. Hey! Lust auf ein Spiel? Gern. Ref, Bobby, Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen ein paar meiner Freunde. Kennt ihr Issy? Ja. Und Vinicius Juniors Freund Izzy Hitman. Vinicius Juniors eigene Worte. Also gut. Hallo. Hi. Hey. Ich bin Izzy. Hey. Hi. Sid. Izzy. Okay, Hi. 3 Tore zum Sieg. Sid. Dann losgehen. Okay, so, dieser Cutscene sind wir jetzt hier im,
Fähigkeitsbaum angekommen. Jetzt können wir hier die Sprint oder das Sprinttempo verbessern. Ich würde jetzt eher noch hier den Abschluss verbessern, weil gerade im letzten Spiel war der einfach miserabel von uns. Und dann können wir jetzt hier anscheinend gegen Vinicius Junior spielen. Komm schon, jetzt nochmal oben und jetzt schieß Speed! Let's go, 1-0. Oh nein, was mach ich da? Nein, das kann es doch nicht sein. Nein, 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 nein! Mann, ey! Jetzt! Let's go, 2-2. Nein, EA, nein, 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 nein! Hey, alles klar? Wir haben gerade verloren, oder? Ja. Und zwar gegen Vinicius Junior. Wir sind hier, weil ihr echt gute Spieler seid. Woher weißt du das? Ich hab ein Video gesehen, Mann. Sie hat dich ausgetrickst. Oh. Er braucht dich nicht. Deine Schuld. Na dann. Ich hätte gern noch eine Chance. Die bekommen wir. Aber jetzt habe ich erstmal ganz andere Sorgen. Was? Die Weltmeisterschaft? Mit meinen Mitspielern? Okay, ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich gehe auf Halbprofi runter. Damit mir der Modus doch noch Bock macht, gehe ich jetzt einfach mal wieder runter. Guten Abend, Ravi. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova und Partner. Wir repräsentieren einige absolute Topspieler. Hoffentlich hast du kurz Zeit. Wir folgen deinem Channel und du hast uns ziemlich begeistert. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußballturnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Hast du Interesse? Sag Bescheid. Und ja, dann reisen wir einfach mal nach New York. Yo, was ist los? Wir haben eine Einladung zur Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Yeah! Yeah! Unfassbar! Hört ihr das? Wir kommen! J10 fährt zur WM! Hey, hey, hey! Oh, ja. Hier. Oh, Jay wird ausflippen. Yo, lass gehen. Die Legenden warten. Es ist wirklich toll, hier in New York zu sein. Das ist die Chance für die Fans, die Profis zu sehen und die Straßenfußballer gemeinsam auf einem Feld zu erleben. Hunter! Hey! Kurzes Foto. Danke, Mann. Bin gleich bei dir. 2 Minuten. Was geht, Ed? Im Stress. Da gibt's angeblich Kids, die uns entthronen wollen. Aber sie sollten kapieren, dass Spieler wie ich, Jayzinho und mein Freund Izzy Hitman, wir haben Straßenfußball groß gemacht. Okay? Oh, wow. Das ist... Hey, Ravi! Ravi! Oh, Mann. Meine Crew flippt total aus. Und du irrst dich auch nicht? Mhm. Na klar doch. Ich folge Revs Channel schon... Seit Ewigkeiten. Deine Skills sind krass. Kann ich ein Foto? Danke. Oh, wow. Wahnsinn. Hey, viel Glück im Turnier. Freut mich sehr. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie geht's, Superstar? Wie geht's? Follower sind schon eine geile Sache. Yeah. Da bist du ja. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht kommst. Da gibt's ein Wort. Wofür? Wenn man immer Termine einhält. Pünktlich. Ja. Danke Gott für ihn. Hey. Beatrice Villanova, ich freue mich, dich kennenzulernen. Du musst so langsam auf die Bühne. Der Draft ist in 2 Minuten. Ja, dann ist ja noch Zeit. Vinicius, Griezmann, Hunter. Chill, Ref. Du hast gleich am Anfang gedraftet. Was? Hast du die Mail nicht bekommen? Welche Mail? Dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Es ist Straßenfußball. Und deshalb dürfen die Straßenspieler sich dieses Jahr ihre Profiteams aussuchen. Geil! Ein umgekehrter Draft? Ja, genau.
Tja, entschuldigst du uns für einen Moment? Kein Problem. Hey. Viel Erfolg. So, also jetzt können wir hier also ein Team auswählen. Liverpool hat die Champions League gewonnen, hat würde ich Liverpool nehmen und es ist auch einer meiner Favorite Teams und ja, dann wählen wir einfach mal Liverpool aus. Okay, so, dann haben wir Liverpool ausgewählt, mal schauen, was jetzt so in New York passiert. Aber meine lieben Freunde, das war's von der 6. Folge des Volta Story Modus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und ja, seid das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder am Start. Dann geht's hier in New York weiter und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.